Wenn es um die Evaluation von Gestaltungslösungen geht, von Prototypen oder von fertigen Produkten, dann kann man an die Durchführung, an die Auswertung, an die Interpretation der Ergebnisse, also an die Methoden, mit denen man evaluiert, bestimmte Gütekriterien anlegen. Das heißt, die müssen bestimmten Qualitätsstandards genügen. Man macht das nicht einfach irgendwie und schlurig und schludrig, sondern man macht das nach den Regeln der Kunst. Und da gibt es einige sogenannte Gütekriterien, die sich da etabliert haben, natürlich nicht nur im Bereich der Usability-Evaluation, sondern auch vor allen Dingen in der Wissenschaft, in der Forschung, in der empirischen Sozialwissenschaft vor allen Dingen. Es gibt ja viele Gütekriterien. Ich beschränke mich hier jetzt mal auf die drei Hauptgütekriterien, wie sie genannt werden. Und das sind Objektivität, Reliabilität und Validität. Unter Objektivität versteht man das Ausmaß, in dem die Ergebnisse einer Untersuchung, eines Tests unabhängig von den Personen sind, die den Test durchgeführt haben, die die Ergebnisse ausgewertet haben und die diese Ergebnisse dann interpretiert haben. Fangen wir mal bei der Durchführung an. Das nennt sich dann auch tatsächlich Durchführungsobjektivität. Eine durchführungsobjektive Untersuchung ist also eine, bei der insbesondere dann, wenn unterschiedliche Menschen das mal durchführen, mal der eine, mal die andere, dass die dann gleich vorgehen, dass die Standards haben, dass die Konventionen haben, dass die beispielsweise bestimmte Leitfäden haben, sodass der Ablauf immer derselbe ist, dass sie bestimmte Absprachen treffen, gerade bei nutzerbasierten Methoden wie einem Usability-Test, ab wann man eingreift, ab wann man Hilfestellungen gibt. Oder was man auf bestimmte Fragen der Benutzerinnen und Benutzer antwortet, dass man sich also einig ist, dass man einheitlich auftritt und dass man, also dass jede Durchführung eines solchen Tests, einer solchen Untersuchung im Wesentlichen immer gleich abläuft und die Unterschiede in den Ergebnissen, die einen ja im Falle der Usability-Evaluation gar nicht so sehr interessieren meistens, aber dass die eben hauptsächlich auf Unterschiede zwischen den Benutzerinnen und Benutzern zurückzuführen sind und nicht darauf, dass mal der eine Versuchsleiter ein bisschen anders vorgegangen ist als der andere Versuchsleiter. Und auch wenn es immer ein und dieselbe Person ist, die einen solchen Test, eine solche Untersuchung durchführt, sollte diese Person sich eben auch immer möglichst gleich verhalten und nicht etwa mal so, mal so. Der zweite Aspekt der Objektivität ist die Auswertungsobjektivität. Da geht es darum, dass man aus den unmittelbaren Ergebnissen des Tests eben wiederum durch Standardisierung dafür sorgt, dass immer die, also bei Vorliegen derselben Rohdaten immer dieselben Ergebnisse dabei rauskommen. Das heißt, solche Auswertungsmanuale, ne, wie man jetzt zum Beispiel diesen oder jenen Fragebogen auswertet. Wenn jemand da sein Kreuz gemacht hat, bedeutet das, dass man diesem Item einen Wert von 3 oder 4 gibt und man rechnet sie nicht zu einer Summe zusammen, sondern man bildet den Mittelwert. Und mit fehlenden Item-Antworten geht man folgendermaßen um. Also da gibt es eine Reihe von Anweisungen, die man sich überlegen kann, überlegen sollte, nach denen man dann eben auch vorgehen muss bei der Auswertung. Also wie auch bei der Durchführung gilt hier, die Auswertung muss nach bestimmten Regeln erfolgen und immer gleich erfolgen, sodass bei Vorliegen derselben Rohdaten eben auch dieselben Rechenergebnisse, Testergebnisse und so weiter herauskommen. Bei Usability-Tests oder anderen nutzerbasierten Verfahren oder Interviews oder anderen offenen Formaten, wo viele verbale, sprachliche Daten zusammenkommen, da ist es nochmal kniffliger, weil man dann nicht einfach nur sagen kann, diese und jene mathematische Operation bitte durchführen auf den Zahlen, sondern da geht es um eine inhaltliche Analyse und da kommen solche Dinge ins Spiel wie einheitliches Vokabular oder wie man eben diese sprachlichen Äußerungen der Benutzerinnen und Benutzer aufbereitet auf eine Art und Weise, die eben einheitlich ist. Und das bietet mehr Raum für eine eben gerade nicht objektive Auswertung. Und da muss man auch entsprechend durch ein Regelwerk, das man hat, oder durch ein bestimmtes Vokabular, das man sich zurechtlegt, eben dafür Einheitlichkeit zu sorgen. Das dritte bei der Objektivität ist dann schließlich die Interpretationsobjektivität. Das kann man auch ganz gut an dem Beispiel eines Fragebogens illustrieren. Man hat einen Fragebogen, der besteht aus mehreren Items, also Aussagen, zu denen man seine abgestufte Zustimmung oder Ablehnung angeben soll als Benutzerin oder Benutzer.
Und selbst wenn man das Ganze durchgeführt hat auf eine objektive Art und Weise und auch die Auswertung genau nach Vorschrift war und man jetzt also rausbekommt, in diesem Fragebogen oder in diesem Teil des Fragebogens erreicht dieses Produkt einen Mittelwert von 3,8. Dann weiß man natürlich noch immer noch nicht, was man jetzt davon halten soll. Es könnte ja sein, dass andere Produkte ja auch einen Wert von 3,8 haben, aber ja, nach dem subjektiven Eindruck eher schlecht sind, ne? Es kann aber auch bedeuten, dass 3,8 ein total überragender Wert ist, weil der Durchschnitt zum Beispiel aller anderen vergleichbaren Systeme eben nicht bei 3,8 liegt, sondern nur bei 2,5. Das heißt, je nachdem, wie man das zu interpretieren hat und je nachdem, wie es insbesondere um andere vergleichbare Produkte bestellt ist, kann man sich über einen und denselben Wert mal freuen oder man kann darüber weinen. Dazu muss man aber wissen, ja, wie man das Ganze interpretieren soll. Deswegen also Interpretationsobjektivität, was bei Fragebögen da oft zur Verfügung steht, auch bei einigen Usability-Evaluationsfragebögen, sind sogenannte Normstichproben, wo man also den ein und denselben Fragebogen über eine große Menge verschiedener Produkte angewendet hat und dann eben weiß, okay, also der Gesamtmittelwert über alle Systeme, die wir mit diesem Fragebogen jemals evaluiert haben, liegt bei so und so und so. Das bedeutet also, dass wenn man in einem konkreten Projekt jenen Wert rausbekommt, dass der dann zum Beispiel überdurchschnittlich ist oder unterdurchschnittlich oder eben so im mittleren Bereich. Das ist eine wesentliche Maßnahme im Zusammenhang mit der Interpretationsobjektivität. Das zweite Hauptgütekriterium ist die Reliabilität. Die ergibt sich im Wesentlichen mehr oder weniger direkt daraus, dass man bei der Durchführung, Auswertung und Interpretation objektiv vorgegangen ist. Reliabilität bedeutet übersetzt nämlich zunächst erstmal nichts anderes als Zuverlässigkeit. Beispiel aus dem Alltag, wenn Sie bei sich Fieber messen und Sie messen einmal Fieber, sagen wir mal unterm Arm, und da kommt dann irgendwie raus 36,8 Grad Celsius und Sie wiederholen die Messung eine Minute oder 2 Minuten später mit demselben Thermometer an derselben Stelle, dann würden Sie natürlich erwarten, dass da auch im Wesentlichen wieder 36,8 Grad Celsius dabei herauskommt. Und so ähnlich ist das auch bei Usability-Evaluationsmaßnahmen zu sehen. Unter sonst gleichen Bedingungen ist eine Methode dann reliabel, wenn sie eben immer wieder dieselben Ergebnisse hervorbringt, beziehungsweise wenn man das erwarten kann. Das heißt natürlich nicht, dass man einen Test notgedrungen immer wiederholen muss, um das festzustellen. Das ist vielleicht eher eine Sache der Forschung in diesem Bereich. Sondern man soll sich als Anwenderin und Anwender einer solchen Methode darauf verlassen können, dass, wenn man sowas mehrmals wiederholen würde, auch tatsächlich immer das Gleiche herauskommen würde. Und das ist eben etwas, was, ja, man kann nicht viel mehr machen, wenn man eine gegebene Methode einsetzt, als diese eben objektiv durchzuführen, um zu eben genau diesen zuverlässigen, reliablen und messgenauen Ergebnissen zu kommen. Das heißt, Objektivität ist eine unmittelbare Voraussetzung für eine hohe Reliabilität, also für eine hohe Zuverlässigkeit. In der Forschung versucht man so etwas tatsächlich beispielsweise dadurch herauszufinden, dass man einen Test, ein Messverfahren unter sonst gleichen Bedingungen wiederholt und herausfindet, kommen da tatsächlich im Wesentlichen immer dieselben Dinge raus. In der Psychologie beispielsweise geht es natürlich dann beispielsweise um sowas wie Leistungstests oder Intelligenztests. Da würde man ja auch nicht erwarten, dass an einem Tag ein Wert von 100 rauskommt und am anderen Tag ein Wert von 90. Und das dritte Hauptgütekriterium ist die Validität. Das ist nochmal so ein bisschen losgelöst von den anderen beiden. Das heißt, übersetzt zunächst mal nichts anderes als Gültigkeit. Damit ist gemeint, dass ein Testverfahren, eine Evaluationsmethode tatsächlich das misst oder ermittelt, was es zu messen beansprucht. Um mal beim Thema Intelligenztest zu bleiben, das ist ein ganz anderer Bereich, aber trotzdem, glaube ich, anschaulich, wenn man sich überlegt, dass ein Intelligenztest natürlich tatsächlich Intelligenz messen soll und nichts anderes. Also soll jetzt nicht irgendwie zum Beispiel
messen, wie gut man strategisch denken kann, weil man irgendwie diesen Test durchschauen kann oder so. Im Bereich der Usability-Evaluation gilt zum Beispiel die Maßgabe oder da ist die Überlegung sehr wichtig, dass zum Beispiel ein quantitativer, summativer Fragebogen tatsächlich auch Usability messen soll, also ein Maß liefern soll für Usability und nicht etwa beispielsweise für allgemeine Gefallensaspekte oder für ästhetische Qualität. Das kann natürlich leicht passieren, dass jemand von der schieren Schönheit dieses Systems oder von der Eleganz der Umsetzung so angetan ist, dass er oder sie dann auch die Usability, also das Ausmaß, in dem sie ihre Ziele gut erreichen können, eben entsprechend auch höher bewertet, höher möglicherweise, als das eigentlich das System verdient hätte, das möglicherweise nur an der Oberfläche eben besonders schick ist, aber im Detail durchaus noch verbesserungswürdig. Also ein Fragebogen, der wirklich ein quantitatives Maß für Usability über ein Produkt liefert, sollte eben den Anspruch haben, auch tatsächlich Usability zu messen und nichts anderes. Und das ist eben mit Validität gemeint. Bei der Validität kann man unter anderem nochmal unterscheiden zwischen interner und externer Validität. Interne Validität heißt, dass die Ergebnisse, so wie sie zustande gekommen sind, sagen wir mal, wasserdicht zustande gekommen sind, dass man für ein bestimmtes Ergebnis oder für einen Unterschied, den man zwischen verschiedenen Varianten eines Systems gefunden hat, eben keine alternativen Erklärungen hat, dass es keine Störeinflüsse gibt. Dass man das also jetzt nicht zum Beispiel auf die Tagesform des Benutzers zurückführen kann, oder auf irgendwelche anderen unsystematischen Einflüsse. Wenn das gewährleistet ist, dann spricht man von einer hohen internen Validität und eine hohe interne Validität, die erreicht man in der Regel dadurch, dass man solche Untersuchungen im Labor durchführt, also unter standardisierten, immer gleichen, man könnte eben auch sagen, objektiven Bedingungen. Das Problem, das damit oft einhergeht, ist, dass die Ergebnisse, die man so erzielt, nicht unbedingt leicht auf die Alltagsrealität übertragen kann, die ja anders aussieht. Wenn jetzt gerade der Nutzungskontext für ein bestimmtes Produkt ein sehr spezieller ist, man ist zum Beispiel draußen oder man ist in Bewegung oder man ist in einer lauten, staubigen Werkshalle, dann ist natürlich diese Übertragbarkeit eines solchen Laborergebnisses auf die Einsatzrealität und die Nutzungsrealität nicht so gut möglich. In so einem Fall kann man sich zum Beispiel dafür entscheiden, die interne Validität nicht so hoch zu gewichten, sondern stattdessen die externe Validität. Die besagt nämlich genau das, dass man nämlich die Ergebnisse einer solchen Evaluationsuntersuchung gut übertragen kann, verallgemeinern kann, übertragen kann auf die Einsatz- und Nutzungsrealität und den tatsächlichen Nutzungskontext. Das kann man erreichen dadurch, dass man die Evaluation tatsächlich im Feld durchführt, wie man so sagt, also da, wo das Produkt tatsächlich unter realistischen Bedingungen eingesetzt und verwendet wird. Damit handelt man sich aber in der Regel automatisch auch genau die Probleme ein, die man nicht hat, wenn man das Ganze im Labor durchführt, nämlich weil das eine realistische Bedingung ist und eine Umgebung ist, die eben ja, Unwägbarkeiten mit sich bringt und so weiter und so fort. Lassen sich die Ergebnisse unter Umständen in Teilen eben auf genau diese unsystematischen Störeinflüsse zurückführen. Das heißt, man kann sich im Prinzip immer nur dafür entscheiden, entweder die interne oder die externe Validität höher zu gewichten und dann die Nachteile, die damit einhergehen, in Kauf zu nehmen.